Werner, was ich schon immer tun wollte. Ja. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ja, fang an. Ich mache sowieso immer das, was ich will, ne? Okay. Aber kennst du Hashtag? Ja. Was ist das denn? Das ist dieses kleine Kreuzchen, was man vor die Wörter macht, wenn man zum Beispiel irgendwo ein Bild postet oder so. Ja, und? Willst du auch mal? Nee, ich habe einen anderen Traum. Ich möchte fliegen können. Glaubst du denn, dass die Regierung in unserem Sinne handelt? Ganz klares Nein. Die wollen nur Krieg, ne? Genau. Dann tue ich jetzt das, was ich schon immer tun wollte. Okay. Hiermit rufe ich den Ersten Weltfrieden aus. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ja. Ich habe einen Herzenswunsch. Du bist ja noch gar nicht dran. Ach so. Jetzt komm, muss ich mich erstmal umziehen. Ach so. Ja. Jetzt grinst du in die Kamera. Nochmal in die Kamera. Und jetzt kommt mein Partnerwort. Nee, eigentlich die Kamera auf hier raus. Kamera neu. Was von den Glitzern denn nicht? Scheiße, es geht nicht. Und da machst du. Ich hätte da eine Frage. Komm mal her. Keine Ahnung. Okay, danke. Gerne. Und sehr gut. Total ausreichend. Ja, das war eine nette Vorstellung. Vorstellung. Ja. Muss ich kurz auf meinen Plan gucken. Also Hashtag kennen wir jetzt. Ja. Ja. Auto abwarten. Ich brauche nicht. Alles verboten, alles gesperrt hier. Verdammt nochmal. Wir machen gleich noch Fotos von. Okay. So ein Abspann. Ach so, ja.
viel Publicity. Okay. Ich wäre gern Staatsfeind Nummer 2. Warum nicht Nummer 1? Zu viel Publicity. Den Staatsfeind Nummer 1 setzen wir sowieso in den Knast. Naja, deswegen ja. Ach, der läuft ja noch. Hiermit rufe ich den ersten Weltfrieden aus. Nochmal. Für die Fotomontage wollte ich eigentlich nur den Kran wegschneiden. Aber die ganze Ebene wegzunehmen sah einfach cooler aus. Ist das wie so eine Klammeraffel? Klammeraffel ist ja für E-Mail und für was steht denn dann das Hashtag? Weißt du das? Ist das irgendeine Keine Funktion? Ahnung. Das weißt du auch nicht. Keine Ahnung. Okay, danke. Gerne. Das wäre schön. Da über die Berge, über dem See. Kannst du dir das vorstellen? Ja, dann mal los.